Die Ukraine im Zweiten Weltkrieg war ja auch in der letzten Woche ein Thema bei uns in Deutschland. Nachdem der ukrainische Botschafter Andriy Melnyk im Gespräch mit Thilo Jung geleugnet hat, dass sich Stepan Bandera und die Organisation, für die er ein wichtiger Führer und Ideologe war, die Organisation ukrainischer Nationalisten, Melnyk hat sich in diesem Gespräch geweigert, die Wahrheit auszusprechen, dass diese Organisation sich am Holocaust in der Ukraine beteiligt hat. Das war falsch, das war geschichtsrevisionistisch und das war auch erschreckend. Gleichzeitig steckt eine gewisse Gefahr da drin, wenn wir uns in der Debatte über die Ukraine im Zweiten Weltkrieg gerade aus deutscher Perspektive, also als deutsche Staatsbürger in dem Nachfolgestaat NS-Deutschlands, der ja verantwortlich dafür war, dass überhaupt diese genozidale Gewalt in die Ukraine gekommen ist, ist es gefährlich oder falsch, würde ich sogar sagen, sich allein auf diese Frage von Zusammenarbeit und Kollaboration zu fokussieren. Auch das Phänomen Bandera und die Frage auch nach dem Grund, warum er für viele in der Westukraine besonders noch ein Held ist, ist sehr viel komplizierter, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Um die Geschichte der Ukraine im Zweiten Weltkrieg zu verstehen, müssen wir uns nochmal vergegenwärtigen, dass die heutige Ukraine den Zweiten Weltkrieg unterschiedlich erlebte, er auch tatsächlich zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt begann. Die heutige Westukraine mit dem Zentrum Lviv war ja Teil des polnischen Staates, der Zweiten Polnischen Republik der Zwischenkriegszeit. Und die Zentral- und Ostukraine war Teil der Sowjetunion als ukrainische sozialistische Sowjetrepublik in den Föderalstaat Sowjetunion integriert, auch wenn die Macht natürlich in Moskau lag. Das bedeutet dann eben auch, dass für die Westukraine der Zweite Weltkrieg im September 1939 begann. Und das war wiederum eine Folge des sogenannten Hitler-Stalin-Paktes oder des Molotow-Ribbentrop-Paktes am 23. August 1939. Und in diesem deutsch-sowjetischen Nicht-Angriffspakt beschlossen die beiden Diktatoren eine Aufteilung Ost-Mitteleuropas. Der westliche Teil Polens wurde NS-Deutschland zugeschlagen, Ostpolen der Sowjetunion. Auch das Baltikum, das allerdings etwas später von der Sowjetunion besetzt wurde, wurde im Zusatzprotokoll, geheimen Zusatzprotokoll dieses Paktes der Sowjetunion zugeschlagen. Das heißt, nachdem die deutsche Wehrmacht am 1. September 1939 Polen angegriffen hatte und auch relativ schnell besiegte, marschierte im Einklang mit diesem Nicht-Angriffspakt die Rote Armee ab dem 17. September in Ostpolen ein. Eine gemeinsame Siegesparade in Brest-Litowsk am 22.09.1939 war sozusagen der symbolische gemeinsame Sieg über das aufgeteilte Polen. Das bedeutet auch, dass für die Bewohner der Westukraine der Zweite Weltkrieg mit sowjetischer Gewalt begann. Nicht mit deutscher Gewalt, sondern mit sowjetischer Gewalt. Vorwand für diesen Einmarsch in Ostpolen war für die Sowjetunion, dass angeblich die belarussische und ukrainische Minderheit bedroht sei, was natürlich eine absurde Lüge war, ganz besonders vor dem Hintergrund, dass ja gerade die ukrainische Bevölkerung in der Sowjetukraine bereits dem stalinistischen Terror zum Opfer gefallen war, und zwar sehr früh im Vergleich zu anderen Gruppen in der Sowjetunion. 1930 fand der erste Schauprozess gegen ukrainische Intellektuelle, Wissenschaftler, Politiker statt, in denen sie antistaatlicher Verschwörung beschuldigt wurden. Und das war der Auftakt zur praktisch Vernichtung der ukrainischen Intelligenzier als angebliche Nationalisten, Faschisten. Und
über den Holodomor, also diese künstliche Hungersnot, die im Falle der Sowjetukraine auch eindeutig gegen die Ukraine als Nation gerichtet war, erreichte wenig später, einige Jahre später, ihren Höhepunkt. In Ostpolen ging aber trotzdem die Sowjetisierung erstmal mit einer Ukrainisierung des öffentlichen Raums einher. Das heißt, es wurden polnische Straßenbezeichnungen ersetzt durch ukrainische Bezeichnungen. Polnische Amtsträger wurden aus ihren Ämtern entfernt. Und es gab massiven Terror gegen die Bevölkerung. Schaut man sich jetzt die größten Opfergruppen an, welche von den großen ethnischen Gruppen, die eben die Westukraine bewohnten, wer da besonders betroffen war, dann waren das auf jeden Fall Polinnen und Polen. Und zwar, weil diese als Rückgrat des bourgeoisen Staates galten, der ja gerade besiegt worden war. Aber trotzdem war es genauso, dass auch Ukrainer und Ukrainerinnen und Jüdinnen und Juden zum Opfer des stalinistischen Terrors waren. Also in Form von Massendeportationen nach Sibirien, Erschießungen, Inhaftierungen. Und dabei waren es besonders die ukrainischen Nationalisten, die bereits in den 1930er Jahren gegen den polnischen Staat gekämpft hatten, die von den sowjetischen Behörden, vom NKWD, vom sowjetischen Inlandsgeheimdienst, in besonderem Maße verfolgt wurden. Am 22. Juni 1941 kündigte NS-Deutschland den Pakt mit der Sowjetunion auf. Und noch bevor dieser Krieg begann, von dem Stalin überrascht wurde, war klar, dass es ein Vernichtungskrieg sein würde. Also das war von Anfang an auch von der Führung der Wehrmacht genauso übernommen, geplant als ein Vernichtungs- und Ausbeutungskrieg. Zu den Zielsetzungen gehörte die Ausrottung des sogenannten jüdischen Bolschewismus. Also die Sowjetunion war aus Sicht der Nationalsozialisten die Verkörperung dieses angeblichen jüdischen Bolschewismus. Es war aber auch eingeplant, dass weite Teile der nicht-jüdischen Bevölkerung verhungern würden. Das waren in der Sprache der Quellen unnötige Esser. Große Teile der Bevölkerung sollten ebenfalls versklavt werden. Vertreibungen waren vorgesehen, fanden auch statt, um den sogenannten Lebensraum im Osten zu schaffen, von dem Sie sicher alle schon mal gehört haben. Zusammengefasst kann man das alles sehen in der Konzeption des Generalplans Ost. Auch der Befehl, schon vor Kriegsbeginn die politischen Kommissare, also diejenigen in den Armeeeinheiten der Roten Armee, die darüber wachen sollten, dass also hier keine antisowjetischen Umtriebe ihren Lauf nahmen, diese sollten ausgesondert werden und sofort erschossen werden, der sogenannte Kommissarbefehl. Und dieser Befehl, der ganz eindeutig verbrecherisch war, wurde auch schon vor Kriegsbeginn von der Wehrmachtsführung übernommen. SS-Einsatzgruppen hatten die Funktion, nach der Wehrmacht einzurücken, um die jüdische Bevölkerung gezielt zu ermorden. Und auch das fand natürlich statt, wie Sie alle wissen. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie genau die Besatzung aussah auf dem Gebiet, das heute die unabhängige Ukraine ist, dann sehen Sie, dass es teilweise eingegliedert war in das sogenannte Generalgouvernement in Polen, das ja schon 1939 mit dem Angriff auf Polen entstanden war. Hier wurde das Teil Ostgalizien als Teil integriert mit dem Zentrum Lviv. Als Gouverneur von Galizien war hier der SS-Führer Horst Wächter eingesetzt, der es zuerst nach Kriegsende versuchte, über die sogenannte Rattenlinie nach Argentinien zu kommen, aber starb, bevor ihm das gelingen konnte. Dann auch das Reichskommissariat Ukraine. Dort war Erich Koch eingesetzt, auch er nicht nur
bekannt für seinen Antisemitismus, sondern auch für seine rassistisch begründeten Hass, Verachtung auf die Ukrainer und Ukrainerinnen. Außerdem war ein Teil der Ukraine von Rumänien, das zu diesem Zeitpunkt mit Deutschland verbündet war, besetzt. Ich werde mich jetzt aber im Folgenden auf die von Deutschland besetzten Gebiete beschränken, wobei ich es einfach nicht leisten kann, Ihnen jetzt einen Gesamtüberblick zu geben. Und ich glaube, es ist auch nicht sinnvoll, wenn ich Ihnen jetzt die militärischen Verläufe nacherzähle. Vielmehr möchte ich versuchen, einige oder die wichtigsten Aspekte dieses Vernichtungskriegs nahezubringen und dann im Anschluss auch über die Frage der Erinnerung oder der Nichterinnerung sowohl in der Ukraine als auch in Deutschland zu sprechen. Wenn wir uns also das anschauen, diese Besetzung, dann fällt auf, dass das Territorium der heutigen Ukraine genauso wie Belarus fast komplett unter der Besatzung Deutschland stand. Die Ukraine war eine der Hauptschauplätze des Vernichtungskriegs, des Holocausts, der Verschleppung zur Zwangsarbeit, der Aushungerung, der sogenannten Partisanenbekämpfung, wo in der auch Zivilisten gnadenlos ermordet wurden. Wenn wir uns jetzt beispielhaft ein zentrales Ereignis ansehen, von dem wir jetzt auch in der letzten Woche zwar etwas verkürzt, aber doch gehört haben, und zwar die antijüdischen Pogrome im Sommer 1941 auch in der Westukraine. Also diese Pogrome gab es nicht nur in der Westukraine, gab es auch in polnischen Siedlungen, es gab sie auch in Litauen. Also es ist eine Pogromwelle im Sommer 1941, die sich durch ganz Ostmitteleuropa eigentlich zieht, in vielen Städten und Kleinstädten stattfindet. Und ihr unmittelbarer Kontext ist dieser deutsch-sowjetische Herrschaftswechsel. Also die Rote Armee zieht ab und die Wehrmacht marschiert ein, aber es gibt oft eben auch einige Tage des Machtvakuums. Es gibt speziell zur Westukraine gibt es ein Buch von Kai Struve. Er geht davon aus, dass in diesem Sommer 1941 im besetzten, deutsch besetzten Ostgalizien zwischen 7.295 und 11.309 Menschen ermordet worden, die überwältigende Mehrheit von ihnen Jüdinnen und Juden. Wie können wir das erklären? Also ich erläutere Ihnen jetzt am Beispiel von Lviv, wie so ein Pogrom ablief. Und das ist in der Tat nicht untypisch, auch für andere Pogrome in dieser Zeit. Vermutlich oder möglicherweise haben Sie schon mal von Jedwabne gehört. Das ist ein Kleinstadt, glaube ich, wäre die richtige Bezeichnung, in Ostpolen, wo ein ähnliches Pogrom stattgefunden hat im Sommer 1941 und das erforscht worden ist, erstmals von dem polnisch-amerikanischen Historiker Jan Gross, der 2004, meine ich, ein Buch mit dem Titel Nachbarn veröffentlicht hat und hier eben zeigen konnte, auch wenn er einige Dinge, also etwa die Opferzahlen sind bis heute nicht vollständig geklärt, aber einige Details auch danach stark debattiert wurden. Aber was er zeigen konnte und was auch unzweifelhaft ist, dass die lokale polnische Bevölkerung bei diesen Pogromen in Jedwabne, und es gab ganz ähnliche Pogrome in den umliegenden Dörfern, die sind ausgearbeitet oder bearbeitet worden in dem Buch der polnisch-jüdischen Journalistin Anna Bikont, das es auch im Deutschen gibt. Wir aus Jedwabne heißt das. Also was er zeigen konnte, ist wirklich, dass die lokale Bevölkerung die zu den wichtigsten Akteuren gehörten. Also es ist natürlich, wie ich schon vorhin gesagt habe, hängt es unmittelbar mit diesem Herrschaftswechsel und auch damit zusammen, dass die Deutschen genau solche Pogrome anfachen wollten, begünstigt haben, unterstützt haben, teilweise auch mitgemacht haben, teilweise sich aber auch in die Rolle der Beobachter zurückgezogen haben und Fotografien gemacht haben oder Videoaufnahmen.
In Lviv fand dieses Pogrom Anfang Juli statt. Und es hing um diese enorme, grausame Gewalt gegen Jüdinnen und Juden. Zu verstehen, müssen wir uns nochmal die sowjetische Gewalt vergegenwärtigen. Ich hatte bereits darüber gesprochen, dass gerade ukrainische Nationalisten ja zu denjenigen gehörten, die von der Sowjetunion ermordet wurden, verfolgt wurden während der sowjetischen Besatzung. Und bevor die Rote Armee aus Lviv abzog, ermordete sie eine ganze Reihe von Insassen in den Gefängnissen, also mehrere tausend Menschen, darunter auch ukrainische Nationalisten, aber nicht nur. Es waren auch Zionisten darunter, also jüdische Zionisten, es waren auch Polen darunter. Aber in der deutschen Propaganda, die auch von der ukrainischen begierig aufgenommen wurde, war es immer die Botschaft, die Hetze da wiederum gegen dieses Feindbild des jüdischen Bolschewisten gerichtet. Also der jüdische Bolschewismus wurde für die Taten, für die Morde verantwortlich gemacht. Und dieses Pogrom, das sich über mehrere Tage hinzog, ist von dem Historiker John Paul Himke, einer der besten Kenner dieses Aspektes der ukrainischen Geschichte, als Teil einer karnevalesken Feier des Herrschaftswechsels bezeichnet worden. Das heißt, es ging los mit der öffentlichen Demütigung der Jüdinnen und Juden. Sie mussten die Straßen putzen, sie mussten die Leichen aus den Gefängnissen ziehen. Sie mussten sowjetische oder russische Lieder singen und wurden öffentlich im öffentlichen Raum gequält und misshandelt, die Frauen sexuell erniedrigt. Und in den folgenden Tagen wurden zunächst vor allem die Männer dann erschossen, ermordet an unterschiedlichen Stellen in der Stadt. Und eine Schlüsselrolle bei diesen Pogromen, an dem die SS natürlich auch beteiligt war in dem Fall, auch gerade bei den Erschießungen, aber eine Schlüsselrolle spielten eben auch ukrainische Milizen, die wiederum der Organisation ukrainischer Nationalisten nahestand. Das heißt, wir können nicht, wie das zum, also das ist, das würde ich und das würden viele andere Historiker und Historikerinnen sagen, wir können nicht, wie das etwa Timothy Snyder macht, dieses Pogrom allein auf diesen deutsch-sowjetischen Herrschaftswechsel. Also der reicht nicht, um diese massive antijüdische Gewalt zu erklären. Wir müssen, so macht das Timothy Snyder, der sagt im Grunde genommen, ist allein hiermit zu erklären, mit diesem Wechsel zweier totalitärer Diktaturen. Wir müssen uns aber auch den Antisemitismus in Ostpolen, im ukrainischen Nationalismus, den es aber genauso im polnischen oder im litauischen Nationalismus gab, ansehen. Wie wenn Sie sich an die vorangegangenen Vorträge erinnern, dann war es ja so, dass im Zuge des Zusammenbruchs des Russischen und des Habsburgerreiches 1917 bzw. 1918 mehrere Versuche gab, einen ukrainischen Nationalstaat zu gründen. Und dieser scheiterte im polnischen, also in der Westukraine an der polnischen Armee, sodass Ukrainer dann eben in der Westukraine als Minderheiten lebte. Wenn Sie sich jetzt nochmal erinnern an den Vortrag zur Ukraine in Polen der Zwischenkriegszeit, spielt eben diese Radikalisierung des ukrainischen Nationalismus nach den gescheiterten Staatsgründungsversuchen eine wichtige Rolle. Es spielt auch eine Rolle der Einfluss des italienischen Faschismus, des deutschen Nationalsozialismus, also diese ideologischen Einflüsse von vielen faschistischen Bewegungen im Europa der 1920er und 30er Jahre. So dass man auch vor allem eine Radikalisierung des Antisemitismus beobachten kann. Also auch solche Nationalisten, die vorher, die sich möglicherweise auch antisemitisch geäußert haben, weil Antisemitismus war, wie bei fast allen europäischen Nationalbewegungen des 19. Jahrhunderts selbstverständlich auch in der ukrainischen Nationalbewegung zu finden. Aber in den 20er und 30er Jahren beobachten wir eine Radikalisierung, also in dem nicht nur Juden, sondern auch Polen und Russen zu wirklich Feinden der ukrainischen Nation erklärt werden und es eben diese Überhöhung der Nation gibt, die Forderung nach einem Kampf zur Erschaffung
dieser ukrainischen Nation und diejenigen Stimmen, die es immer noch gibt, die also immer noch argumentieren, nein, man müsste in einem ukrainischen Staat Minderheitenrechte einführen. Diese Feindschaft zwischen Juden und Ukrainern ist eigentlich allein durch ihre sozioökonomische Stellung zu erklären. Diese Stimmen sind aber in der Minderheit, was da jetzt keine Ursache ist, aber auch nochmal ein Anlass für eine weitere Radikalisierung ist die Ermordung von Simon Peteljura 1926 in Paris von einem Überlebenden der antijüdischen Pogrome während der Zeit des Bürgerkriegs auf dem Territorium der Ukraine. Sie erinnern sich nochmal an den Vortrag von Fabian Baumann, da können Sie das nochmal nachhören, dass der Bürgerkrieg in der Ukraine eben auch mit massiver antijüdischer Gewalt einherging und dass auch die neben den sogenannten Weißen, also denjenigen, die für eine die auch immer geartete Restauration des Russischen Reiches eintraten, es eben aber auch die Einheiten, zum Beispiel Peteljuras waren, die da massiv beteiligt waren, die dafür verantwortlich waren, auch wenn Simon Peteljura selber nicht antisemitisch war und auch keine wie viele andere dieser frühen, sag mal, bürgerlichen Politiker von 1917, 18 auch eine Ukraine mit Minderheitenschutz und so weiter vorsah. Trotzdem wurde er politisch dafür verantwortlich gemacht, was er ja in gewisser Weise auch war. Also er tat nicht viel, um da wirklich was gegen zu tun. Das war das Motiv für den Menschen, der 1926 Peteljura im Pariser Exil getötet hat, daraufhin auch von einer Jury freigesprochen wurde. Und das war nochmal ein Anlass, dass es noch einmal eine weitere Radikalisierung dieses ukrainischen Antisemitismus gab. Also man muss diese beiden Dinge zusammendenken. Einmal den deutsch-sowjetischen Herrschaftswechsel, der das Ganze ermöglicht, aber eben auch den Einfluss des radikalen, des sogenannten integralen Nationalismus, der unter ukrainischen Nationalisten in den 1920er und 1930er Jahren immer stärker wird. Und ein ganz wesentlicher Faktor für die Zusammenarbeit mit den Deutschen ist die Hoffnung der Organisation ukrainischer Nationalisten, dass man unter deutscher Ägide einen Nationalstaat, einen ukrainischen Nationalstaat gründen könnte. Es wird auch kurz nach dem Einmarsch der Deutschen von Jaroslav Stetsko in Lviv-Lemberg ein ukrainischer Nationalstaat ausgerufen. Und das endet aber ziemlich schnell. Also ziemlich schnell wird klar, die NS-Deutschland hat kein Interesse an einem unabhängigen ukrainischen Staat. Die Nationalsozialisten lassen OON-Führer verhaften, darunter eben auch den berüchtigten Stepan Bandera. Andere werden inhaftiert, viele auch erschossen. Bandera selbst ist eine direkte Beteiligung, also eine persönliche Beteiligung an diesen antijüdischen Pogrom im Sommer 1941 in der Westukraine nicht nachzuweisen. Aber ideologisch und politisch war er natürlich einer der wesentlichen Figuren, die diesen antijüdischen Hass zum Teil der ukrainischen Nationalbewegung gemacht haben. Wenn wir uns jetzt ansehen oder vergleichen, wie in der Westukraine und wie in der Zentral- und Ostukraine sich der Holocaust vollzog, so kann man sagen, dass in der Westukraine es teilweise durch Erschießungen vor allem geschah, aber eben auch im Kontext der Vernichtungslager. Also zum Beispiel die jüdische Gemeinde von Lviv wurde im Vernichtungslager, dem deutschen Vernichtungslager Berzets ermordet, das heute nicht weit von der polnisch-ukrainischen Grenze liegt. In der Zentral- und Ostukraine war dagegen der sogenannte Holocaust by Bullets die verbreitete Tötungsart, das heißt, die Wehrmacht nimmt eine Stadt oder einen Ort ein und unmittelbar darauf, sehr schnell darauf, beginnt die Aussonderung und Erschießung der jüdischen Bevölkerung. Das bekannteste Beispiel, was Sie sicher auch alle kennen, ist die Schlucht von Babinja, damals noch außerhalb Kiews gelegen.
und Schauplatz des größten Einzelmassakers an jüdischen, also an Jüdinnen und Juden während des Zweiten Weltkriegs. Innerhalb von 2 Tagen erschoss die SS und Polizei über 33.000 Menschen. Und dieses Verbrechen steht gleichzeitig aber auch für die enge Verstrickung von Wehrmacht und SS im Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion, weil die Entscheidung zur Ermordung der Jüdinnen und Juden war beschlossen worden, sowohl von der Wehrmacht als auch von den SS-Einheiten. Bei der Wehrmacht war die entscheidende Figur Walter von Reichenau, und er ist ein Beispiel dafür, dass die NS-Ideologie eben auch bei vielen unter den Wehrmachtseliten Einzug erhalten hatte. Ich zitiere aus seinem Befehl, wenige Tage nach dem Massaker von Babi Yar erließ. Zitat: Das wesentliche Ziel des Feldzugs gegen das jüdisch-bolschewistische System ist die völlige Zerschlagung der Machtmittel und die Ausrottung des asiatischen Einflusses im europäischen Kulturkreis. Hierdurch entstehen auch für die Truppe Aufgaben, die über das hergebrachte einseitige Soldatentum hinausgehen. Der Soldat ist im Ostraum nicht nur Kämpfer nach den Regeln der Kriegskunst, sondern auch Träger einer unerbittlichen völkischen Idee und der Rächer für alle Bestialität, die deutschem und artverwandtem Volkstum zugefügt wurden. Deshalb muss der Soldat für die Notwendigkeit der harten, aber gerechten Sühne am jüdischen Untermenschentum volles Verständnis haben. Im Falle von Babi Yar, also im Falle von Kiew, das eine sehr große, blühende jüdische Gemeinde hatte, war die Ermordung auf besonders perfide Art und Weise organisiert. Es fand sich nämlich Ende September in der ganzen Stadt, fanden sich Aufhänge mit der folgenden Aufschrift: Sämtliche Juden der Stadt Kiew und Umgebung haben sich am Montag, den 29. September 1941 bis 8 Uhr Ecke der Melnik- und Dr. Rivski-Straße an den Friedhöfen einzufinden. Mitzunehmen sind Dokumente, Geld und Wertsachen sowie warme Bekleidung, Wäsche und so weiter. Wer diese Aufforderungen nicht nachkommt und anderweitig angetroffen wird, wird erschossen. Wer in verlassene Wohnungen und von Juden eindringt oder sich die Gegenstände daraus aneignet, wird erschossen. Wir haben recht wenige Überlebensberichte von diesen Massakern insgesamt auf sowjetischem Boden, also bei diesem Holocaust. Bei Bullets ist es ein Grund von mehreren, warum dieser Aspekt des Mordens noch nicht so präsent ist in unserem gesellschaftlichen Gedenken an den Holocaust wie etwa die Vernichtung in den Lagern. Eine Überlebende war Dina Pronicheva, die mitgekommen war, weil auch sie, genau wie ihre ganze Familie, davon ausging, dass man in Anführungszeichen nur umgesiedelt werden würde. Sie konnte sich dann aus dem Korridor, den die SS gebildet hatte vor der Erschießungsstätte und durch die sie die Menschen trieb, davon konnte sie sich lösen und wurde so zur Zeugin dieses Massakers. Die Menschen mussten sich komplett entkleiden, bevor sie erschossen wurden. Einige sich auf die bereits erschossenen Menschen, die teilweise noch lebten, legen, um dann von den SS-Männern und den Polizisten erschossen zu werden. Ich zitiere aus den Erinnerungen von Pronicheva: Ich fiel auf menschliche Leichen, die sich dort in blutiger Masse befanden. Von diesen Opfern erklang Stöhnen, viele Menschen bewegten sich noch, sie waren nur verwundet. Hier gingen auch Deutsche und Polizisten umher, die noch Lebenden erschossen oder totschlugen. Irgendeiner von den Polizisten oder Deutschen drehte mich mit dem Fuß um, sodass ich mit dem Gesicht nach oben lag. Er trat mir auf die Hand und auf die Brust, danach gingen sie weiter und schossen irgendwo weiter hinten. Pronicheva gehörte zu den wenigen Menschen, übrigens eine Künstlerin aus Kiew, die überlebte, indem sie sich kurz vor Abfeuern des tödlichen Schusses in die Grube fallen ließ. Diese krochen dann, und das ist im Grunde genommen die typische Überlebensgeschichte von Menschen, die den Holocaust bei Bullets überlebt haben. Diese krochen dann meist nach Eintritt der Dunkelheit aus den Gruben heraus. Allerdings wurden auch dann viele auch erst danach erschossen, weil ja diese Verfolgung der Juden und Jüdinnen sich durch die ganze Besatzungszeit natürlich
zog. Das Massaker von Babinyar waren auch ein Beispiel dafür, dass ein ganz typisches Beispiel dafür, dass die Täter nicht zur Verantwortung gezogen wurden oder in der allergrößten Mehrheit nicht zur Verantwortung gezogen wurden. Also Walter von Reichenau verstarb noch während des Krieges, sonst wurde von niemand aus den Reihen der Wehrmacht belangt. Also die Wehrmachtssoldaten schossen zwar nicht selber, aber sie leisteten eben logistische Zuarbeit und waren an der Planung beteiligt. Es gab im sogenannten Einsatzgruppenprozess, Teil der Nürnberger Prozesse, wurde einer der Hauptverantwortlichen, Paul Blobel, zum Tode verurteilt. Dann gab es noch kleinere Prozesse Anfang der 60er Jahre. Ein größerer Prozess war der Prozess in Darmstadt 1968 gegen 10 SS-Mitglieder. Aber auch hier endeten der Gerichtsprozess mit verhältnismäßig milden Strafen. Also gegen 7 Angeklagte gab es zwischen 4 und 15 Jahren. 3 Angeklagte wurden gar nicht bestraft. Und was auch erschüttert, ist die Tatsache, dass Dina Pronicheva eingeflogen wurde als Zeugin aus der Sowjetunion, um auszusagen. Und die deutsche Presse praktisch keine Notiz nahm. Also man kann sagen, dass die deutsche Öffentlichkeit sich dafür nicht interessiert hat. Nur das Darmstädter Echo, die lokale Zeitung, war das einzige Medium, das wirklich ausführlich berichtete. Bis vor wenigen Jahren lebten noch Täter. Also das war im Falle von Babinyar, war es das Sonderkommando 4a der Einsatzgruppe C, lebten noch in Deutschland. Also 2017 hatte das Simon-Wiesenthal-Zentrum noch dazu aufgerufen, endlich die noch lebenden Täter zu verfolgen. Aus unterschiedlichen Gründen wurden die Verfahren alle eingestellt. Wenn man jetzt danach fragt, wie es eigentlich in der Sowjetunion selbst aussah, also wie wurde in der Sowjetunion selbst überhaupt damit umgegangen, muss man erstmal sagen, da erinnern Sie sich vielleicht noch durch den Vortrag über die jüdisch-ukrainischen Beziehungen, dass die Erinnerung an den Holocaust in der Sowjetunion unterdrückt wurde. Also die Sowjetunion versuchte relativ schnell, die Erinnerung an den Holocaust zu tabuisieren. Das hatte mehrere Gründe. Also einmal spielte der stalinistische Antisemitismus eine Rolle. Dann spielte eine Rolle, dass diese besondere Erfahrung der jüdischen Bevölkerung des Zweiten Weltkriegs nicht in die ideologische Erzählung des Heroismus passte, der Erzählung passte, dass alle Völker der Sowjetunion gleichermaßen gelitten hätten. Es gab jüdisch-sowjetische Intellektuelle, allen voran Ilja Ehrenburg und Wassili Grossmann, die noch während des Krieges den Holocaust dokumentierten, die ein Schwarzbuch planten über den Genozid der sowjetischen Juden. Wassili Grossmann gehörte zu denjenigen, die die Rote Armee begleitete in ihrer Rückeroberung oder in ihrer, ja, mit ihrem Einmarsch in Ostmitteleuropa und somit auch zu den ersten Zeugen des Holocaust, oder was die Deutschen angerichtet hatten, wurde. Und er hat einen Text geschrieben, den ich Ihnen auch geschickt hatte, der für mich zu den eindrücklichsten gehört über den Holocaust in der Ukraine. Dazu sollte man auch wissen, dass Grossmann selber ein großartiger sowjetischer Schriftsteller Jude war. Seine Mutter wurde in der Ukraine in Berditschew ermordet. Und in seinem großartigen Roman Leben und Schicksal, also der beste Roman, würde ich sagen, den es gibt über die sowjetische Erfahrung des Zweiten Weltkriegs, hat er auch eine der eindrücklichsten literarischen Verarbeitungen des Holocaust geschaffen. Ich zitiere aus seinem Text Ukraine ohne Juden. Es gibt keine Juden in der Ukraine. Ein Volk wurde meuchlerisch ermordet. Es geht um die Ermordung eines Volkes, die Ermordung des Hauses, der Familie, der Bücher, des Glaubens.
Es geht hier um Ermordung der Seele und des Körpers eines Volkes, die Ermordung eines großartigen Schatzes von Fertigkeiten, der von tausenden klugen, talentierten Meistern ihres Faches und Geistesarbeitern in vielen Generationen angehäuft wurde. Es geht um die Vernichtung eines Volkes, das Jahrhunderte mit dem ukrainischen Volk nachbarschaftlich zusammengelebt, mit ihm zusammengearbeitet und Freud und Leid auf derselben Erde mit ihm geteilt hat. Und das Besondere an diesem Text ist, dass Grossmann sehr genau erkannte, was die Spezifik der jüdischen Erfahrung war, nämlich die Erfahrung der kompletten Auslöschung. Das ukrainische Volk, also die nicht-jüdische Bevölkerung der Ukraine, hatte natürlich ebenfalls unzählige Opfer zu beklagen, aber, so Grossmann, in keiner ukrainischen Stadt, in keinem Dorf gibt es ein Haus, wo nicht Worte der Entrüstung über die Deutschen zu hören wären, wo während dieser 2 Jahre keine Tränen vergossen worden wären, wo der deutsche Faschismus nicht verflucht würde, kein Haus ohne Witwen und Waisen. Aber der Unterschied war eben, das wird in Grossmanns Text so eindrücklich deutlich, dass es im Unterschied zu den Juden im Falle der ukrainischen Bevölkerung Überlebende gab, die überhaupt diese Geschichte erzählen konnten. Und die jüdischen Dörfer aber, die jüdischen Dörfer der Ukraine schwiegen. Trotzdem ließ sich die Erinnerung an den Holocaust auch in der Sowjetunion nicht komplett unterdrücken. Also nach dem Zweiten Weltkrieg gab es ja und noch im Spätstalinismus eine antisemitische Kampagne. Das antifaschistische jüdische Komitee, das sich noch während des Zweiten Weltkriegs mit Personen wie Grossmann und Ehrenburg gebildet hatte, wurde aufgelöst, einige seiner Mitglieder erschossen oder inhaftiert. Und auch das Schwarzbuch, das Ehrenburg und Grossmann geplant hatten, konnte nicht veröffentlicht werden. Trotzdem, das mache ich jetzt am Beispiel Babinyar deutlich, gab es natürlich einfach die Menschen, die sich erinnern konnten, ob es jetzt jüdische oder nicht-jüdische Freunde oder Verwandte waren, die wussten, was passiert war. Und viele sammelten sich schon kurz nach Kriegsende an der Ermordungsstätte, um ihre Opfer zu gedenken. Und 25 Jahre nach dem Mord, also 1966, kam es zu einer größeren Gedenkveranstaltung, wo eben auch nicht-jüdische, ukrainische Dissidenten teilnahmen. Ivan Suba hielt eine Rede, einer der wichtigsten ukrainischen Dissidenten, und forderte dort, dass es auch das Aufgabe des ukrainischen Volkes sei, die Erinnerung an das Leid der Juden und Jüdinnen aufrechtzuerhalten, gerade weil die Ukrainer, die selber Verfolgung und Unterdrückung erlebten, das Leid der Juden besonders verstehen müssten. Und es war aber dann das Gedicht von einem sowjetischen Poeten, Jewgeni Jewtschenko, das dann auch weltberühmt wurde, der in dieser Zeit der Liberalisierung in der Sowjetunion eben auch das Fehlen eines Denkmals in Babinyar verurteilte. Dort heißt es: Über Babinyar, da steht keinerlei Denkmal, ein schroffer Hang, der eine unbehauene Grabstein. Ich flehe die Pogrombrüder an, ich flehe, umsonst, hau den Juden, rette Russlands. Ein einziger Schrei ohne Stimme, über tausend und aber, tausend Begrabene hin, jeder hier erschossene Greis, ich. Jedes hier erschossene Kind, ich. Und in diesem kleinen Auszug sehen Sie schon, dass Jewtuschenko eben auch Dinge ansprach, wie den sowjetischen und russischen Antisemitismus. Und es war dann tatsächlich dieser Druck, der dazu führte, dass 1976 ein erstes Denkmal in Babinyar errichtet wurde, das aber, und das war typisch für die Sowjetunion, nicht die jüdische Identität der Opfer herausstellte. Zwar war es tatsächlich so, dass im Laufe des Krieges auch sowjetische Kriegsgefangene, Roma und Romja, behinderte Menschen, kranke Menschen und sowjetische Kriegsgefangene in Babinyar ermordet wurden, aber die überwältigende Mehrheit waren eben Jüdinnen und Juden, und davon war hier nicht die Rede. Und das kann man bis heute sehen, wenn man etwa in Belarus oder in der Ukraine oder in Westrussland unterwegs ist, wenn Sie da ein Denkmal finden, wo etwas von friedlichen sowjetischen Bürgern steht, die hier den Faschisten zum Opfer gefallen seien, dass sie da einen Ort gefunden haben, wo Jüdinnen und Juden erschossen wurden. Und so war es erst im Zuge der ukrainischen Unabhängigkeit möglich, wirklich über den Holocaust zu sprechen.
ihn zu thematisieren. Und es war auch diese Zeit, in der der ukrainische Staat erstmals das spezifisch jüdische Leid offiziell anerkannte. Also 1991, als sich das Ende der Sowjetunion genauso abzeichnete wie die Unabhängigkeit der Ukraine, wurde ein tatsächlich jüdisches Denkmal in Babyn Jar errichtet. Und auch im Laufe der 1990er Jahre und bis heute entstehen Holocaust-Museen, jüdische Museen, die diese Geschichte erzählen, da aber auch oft schmerzhafte, dunkle Geschichten der ukrainischen Geschichte, etwa die Frage von Mittäterschaft, ausgespart wird. Das ist jetzt der Abschnitt zum Holocaust. Zur Erinnerung werde ich später auch noch mal etwas sagen. Aber trotz dieser spezifischen Erfahrung der totalen Vernichtung, die eben die jüdische Erfahrung auszeichnet, war es natürlich trotzdem so, dass auch die nicht-jüdische Bevölkerung massiv unter dem Terrorregime der Deutschen litten, aber Millionen ermordet wurde. Noch ein Nachsatz, das habe ich, glaube ich, nicht deutlich gemacht, auch in der in Babyn Jar und an anderen Vernichtungsstätten, also diese Vernichtungsstätte gibt es unendlich viele in der Ukraine, in Belarus, auch in Westrussland. Da gab es natürlich oft auch lokale Helfer. Und in Babyn Jar war es so, dass diese sogenannten Hilfspolizisten dabei halfen, Jüdinnen und Juden zu identifizieren und sie zum Erschießungsplatz zu bringen, aber nicht selber schossen, soweit wir wissen. Interessanterweise gab es in diesem Fall, also in den Fällen von den lokalen Helfern, durchaus Prozesse dann in der Sowjetunion, wo auch sehr hohe Haftstrafen verhängt worden sind, also teilweise sehr viel höhere als in Deutschland. Insgesamt stammten von den etwa 6 Millionen Juden, die im Zweiten Weltkrieg ermordet wurden, etwa 2 Millionen aus der Sowjetunion und darum wieder etwa 1 Million aus der Sowjetukraine, wobei die Zahlen dann natürlich schwer eindeutig zu rekonstruieren sind. Schauen wir uns jetzt das Schicksal der nicht-jüdischen Bevölkerung an. So ist die Sowjetukraine ein Hauptschauplatz der Zwangsarbeit. Also etwa 2 Millionen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter stammten aus der Sowjetukraine. Viele von ihnen wurden nach Deutschland zwangsdeportiert, mussten, sehr viele waren auch Frauen. Also ich weiß nicht mehr genau, welcher Historiker es war, aber irgendjemand hat in einem Aufsatz geschrieben, typische Zwangsarbeiter war eben eine Frau und aus der Ukraine in Deutschland. Diese mussten oft entwürdigende Prozeduren, sogenannten Entlausungen oder solchen medizinischen Untersuchungen über sich ergehen lassen, waren dann komplett rechtlos in Deutschland und standen am unteren Ende der Hierarchie. Und waren dann natürlich auch völlig rechtlos und ihren Arbeitsgebern ausgeliefert. Und einige von ihnen blieben in Deutschland, blieben da weiterhin marginalisiert, ausgegrenzt. Ihr Leid wurde nicht anerkannt, geschweige denn, dass sie entschädigt worden wären für sehr lange Zeit. Und auch bei der Rückkehr in der Sowjetunion war das Schicksal der ehemaligen Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen grausam. Sie wurden oft der Kollaboration beschuldigt. Also der Vorwurf, wenn du das überlebt hast, das Leben in Deutschland, dann musst du kollaboriert haben. Manche wurden zu Lagerhaft verurteilt, gesellschaftlich geächtet, mussten unter sehr schwierigen Bedingungen, etwa in der Industrie im Donbass, Arbeit leisten. Und ein russischer Historiker hat diese Menschen entsprechend treffend als Opfer zweier Diktaturen begleitet. Das ein Beispiel ist Oksana Kosakowskaja, die 1943 aus Lviv verschleppt wurde und die Konzentrationslager Auschwitz und Ravensbrück überlebte. Und nach dem Ende des Krieges kehrte sie voller Freude in ihre Heimatstadt Lviv zurück und wollte sich an der Universität immatrikulieren, Musik studieren. Und dann wurde sie von den sowjetischen Behörden verhaftet und darüber konnte sie auch ganz lange nicht sprechen. Also das ist auch ein Teil
dieser Nichterinnerung. Also dass es nicht möglich war, über dieses Leid zu sprechen. Ja, es gab diese heroische Erzählung von Widerstand und Heldentum und für Opfer, erst recht für Opfer, die man der Kollaboration beschuldigte, war da kein Raum. Und erst 2006 erzählt Kasakowskaja, eine Historikerin, sie fragten, warum mich die Deutschen nicht erschossen hätten, warum ich überlebt hätte. Sie wurde daraufhin zu 10 Jahren Lager an der Kolyma im fernen Osten in Sibirien verurteilt. Diese Menschen gehören zu den vielen, vielen Opfergruppen des deutschen Vernichtungskriegs in Osteuropa, die am Rande der Erinnerung stehen, teilweise bis heute, und die auch praktisch nie entschädigt wurden oder sehr spät und dann auch sehr spärlich und teilweise auf beschämende Art und Weise halt erstmal nachweisen mussten, dass sie überhaupt Zwangsarbeit geleistet hatten, was natürlich so viele Jahre nicht geht. Und es waren ja eben auch Menschen, die rechtlos waren, also die nicht unbedingt dokumentieren konnten, wo und wann und wie lange sie bei wem gearbeitet hatten. Aber erst ab 2000 wurde überhaupt die Entscheidung zur Auszahlung von Geldern an die ehemaligen Zwangsarbeiter beschlossen. Es sind oft in Deutschland, wie auch insgesamt auch im Osteuropa, sind es oft die literarischen Stimmen, die am meisten für Aufmerksamkeit für diese Opfergruppen gesorgt haben. In Deutschland war das Natascha Wodin in ihrem Roman »Sie kam aus Mariupol«. Natascha Wodin wurde als Kind zweier Zwangsarbeiter 1945 in einem DP-Lager in Franken geboren. Und sie schildert in diesem Roman sehr eindrücklich ganz viele Dinge, die ich Ihnen jetzt auch geschildert habe, aber natürlich nicht so gut darstellen kann, nicht so gut Ihnen nahebringen kann, weil mir dafür einfach die Sprache fehlt. Aber Literatinnen oder Literaten können das oft sehr viel besser, und ich kann Ihnen dieses Buch nur ans Herz legen, genauso wie ich Ihnen nur ans Herz legen kann das Buch »Vielleicht Esther« von Katja Petrowskaja, die aus Kiew stammt, auch aus einer jüdischen Familie, und deren Urgroßmutter Esther in Babyn Yar ermordet wurde und die hier dieses Schicksal verarbeitet. Zugleich war auch der Hunger, die Aushungerung, Teil der Besatzungspolitik. Ich hatte bereits gesagt, nicht-jüdische sowjetische Bürgerinnen und Bürger galten als unnötige Esser, deren Tod mit eingeplant wurde. Eine wirklich zielgerichtete Aushungerungspolitik war natürlich die Blockade von Leningrad. Diese Stadt, die als Wiege des jüdischen Bolschewismus galt, sollte ausgehungert werden, also eben nicht eingenommen, sondern ausgehungert werden. Es starben etwa 1 Million Menschen, von den Traumatisierungen und so weiter ganz abgesehen. Schätzungen zufolge starben fast 7 Millionen Menschen in der gesamten Sowjetunion an Hunger während der deutschen Besatzung. Es ist unter Historikerinnen etwas lange debattiert worden. Ist das jetzt ein gezielter Hungerplan, oder war das sozusagen eine Nebenerscheinung der Besatzungspolitik? Johannes Hürter argumentiert dafür, dass es in den meisten Fällen jetzt nicht zielgerichtet war, aber sozusagen eingeplant war in der ganzen Anlage des Vernichtungskriegs, eben weil Slawen und Slawinnen am unteren Ende der Rassenhierarchie standen. Eine ebenso marginalisierte Opfergruppe in der deutschen Erinnerung sind die sowjetischen Kriegsgefangenen, die völlig anders behandelt wurden als etwa die britischen oder französischen. Also die unter grausamen Bedingungen entweder in der Sowjetunion oder auch in Konzentrationslagern in Deutschland eingesperrt wurden. Von ihnen stammten auch viele aus der Ukraine. Also durch Aushungerung starben sie, durch Seuchen, durch überhaupt die katastrophalen Bedingungen in den Lagern, aber eben auch durch Massenerschießungen. Und diese Orte liegen oft vor unserer Haustür, wie meine Kollegin Katja Machotina immer sagt. Das sind Leerstellen vor unserer Haustür, die oft am Rande wirklich der Erinnerung sind, die nicht präsent sind. Also ich kann an einem Beispiel erzählen. Vor 2 Wochen etwa, oder 3 Wochen, als sich der Überfall auf die Sowjetunion zum 81. Mal jährte,
gab es eine Gedenkfeier in Herbertshausen, eine kleine Gedenkfeier. Hier wurden 4000 sowjetische Kriegsgefangene von der SS erschossen. Es gab zwar ein erstes Denkmal, das aber nie die Umstände sozusagen nicht erklärte, in den 70er Jahren, aber dass wirklich eine Gedenklandschaft entstanden ist, dass überhaupt versucht worden ist, nur in 600 Fällen erfolgreich versucht worden ist, die Namen dieser Menschen zu rekonstruieren. Das ist erst in den letzten 10 bis 15 Jahren geschehen und da waren es oft eben lokale Aktivisten, nicht etwa die Stadt oder der Staat, der das vorangetrieben hat, sondern eben lokale Geschichtsvereine, die sich dem angenommen haben, hier zu erinnern. Und auch hier erfolgte erst sehr spät eine erste Auszahlung an Überlebende. Ein weiterer blinder Fleck in der gesamtgesellschaftlichen Erinnerung sind die sogenannten Feuerdörfer im Zuge der Partisanenbekämpfung. Da war ganz besonders Belarus betroffen, aber eben auch die Ukraine. Das hing auch mit dem sumpfigen Landschaft und den Wäldern in der Ukraine, in Belarus zusammen, die also für die Partisanen, die sowjetischen Partisanen, Rückzugsmöglichkeit bildeten. Aber auch in der Ukraine war das ein Hauptschauplatz. Und in der Deutsch-NS-Ideologie vermischten sich Partisan und Jude im Grunde genommen. Und sie entschieden, wer Partisan war und wer nicht. Und im Zuge von der Partisanenbekämpfung wurden eben sehr oft auch Zivilisten komplett ermordet von den SS, aber auch abermals unter der Beteiligung der Wehrmacht. Und solche sogenannten Feuerdörfer, also wo SS teilweise unter Beteiligung eben der Wehrmacht in ein Dorf einrückt, das beschuldigt wird, Partisanen unterstützt zu haben, im Grunde genommen komplett ausgelöscht wird. Der Vorgang lässt sich so, oder das Verbrechen lässt sich so beschreiben, dass wirklich die gesamte Bevölkerung zusammengetrieben und erschossen wurde, dann die Dörfer angezündet wurden und ja, sie wirklich ausgelöscht wurden. Und allein in der Ukraine gibt es etwa 670 solcher Dörfer. Das hat der Historiker Johannes Spohr in seinem Buch, das letztes Jahr erschienen ist, herausgearbeitet. Und es gibt tatsächlich auch sehr wenig Quellen. Also das ist natürlich auch immer die Frage, wer kann überhaupt diese Geschichten erzählen? In Auschwitz haben wir ja auch Überlebende, teilweise Überlebende wie Primo Levi, der schon sehr, sehr früh über seine Erfahrung von Auschwitz geschrieben hat und damit in Europa bekannt wurde. Bei diesen Dörfern haben wir es eben oft mit einer bäuerlichen Bevölkerung zu tun, oft mit einer kompletten Auslöschung zu tun, so dass wir keine Quellen haben, die uns wirklich überhaupt diese Geschichte erzählen können. Ein ganz wichtiges Buch in diesem Zusammenhang ist von Alice Adamovic, der auch das etwas bekanntere Blockadebuch gemacht hat über die Leningrader Blockade. Und das Buch über die Feuerdörfer heißt aber Ich komme aus einem Feuerdorf, ist aber tatsächlich, also 1975 auf Russisch erschienen, ist aber tatsächlich meines Wissens bis heute nicht ins Deutsche übersetzt. Er hat da mit belarussischen Überlebenden gesprochen. Und der Filmregisseur Elem Klimov, für ihn war das die Inspiration, den Film Komm und Sieh zu machen, der 1985 erschienen ist und der vielleicht eindrücklichste Antikriegsfilm aller Zeiten ist. Aber natürlich gab es auch in der Ukraine solche Feuerdörfer. Das größte sogenannte Feuerdorf ist Koryukivka. Hier ermordeten SS gemeinsam mit ungarischen Kollaborateuren etwa 6.700 Menschen am 1. und 2. März 1943. Das Dorf wurde vollständig niedergebrannt und zurückkehrende Überlebende aus den Wäldern ebenfalls ermordet. In der sowjetischen Erinnerung spielte das Dorf keine so große Rolle wie zum Beispiel das belarussische Dorf Ratin, wo schon zu Sowjetzeiten eine große Gedenkanlage entstand. Zwar gab es auch in Koryukivka eine Gedenkanlage, also ein Gedenkkreuz, ein Denkmal, aber bei weitem nicht eine so große Anlage wie in Ratin. Also Ratin ist eigentlich in der Sowjetunion das Symbol geworden für diese Verbrechen der Deutschen. Aber es gibt ein Gedicht, das bis heute auch in ukrainischen
Schulbüchern steht, aus dem ich, dass ich ihn jetzt vorlese über eben Koyukivka. Bleib stehen, wo auch immer du bist, in Moskau oder Sorrento, wo auch immer du bist, in Paris oder Warschau, bleib an diesem Denkmal stehen, an dem das ewige Andenken in Granit gemeißelt ist. Bleib stehen, mein Freund, bleib stehen. Dort sind deine Eltern und womöglich auch Kinder. Verneige dich tief vor denen, die im Herzen weiterleben werden. Geh nicht vorbei, du Zeitgenosse. Leg die Blumen auf diese Gräber hin und verfluche die verdammten Kriege und ehre jene, die das Leben liebten. Aber ganz zentral in der Ukraine, und das ist eine Erfahrung, die ganz offenbar, das hat man jetzt auch gerade in den Diskussionen um die Waffenlieferung gesehen, ganz zentral ist die Erfahrung des Widerstands auch für die Ukraine. Also 6 Millionen Menschen aus der Sowjetukraine kämpften als Soldaten in der russischen, in der Roten Armee, eben nicht der russischen Armee, sondern in der sowjetischen Armee, die eben keine russische Armee war, sondern eine multinationale Armee. Und auch in den sowjetischen Partisanenverbänden. Und man kann sich bei YouTube anschauen, auf welche Art und Weise jetzt auch Selenskyj diese Art der Erinnerung im heutigen Krieg wachhält, weil er am 9. Mai, und das ist auch eine bewusste geschichtspolitische Entscheidung gewesen, er hat auch am 9. Mai gesprochen. Er hat ja auch am 8. Mai gesprochen, was er sozusagen eher für die europäische Erinnerung, die westeuropäische Erinnerung steht, in die die Ukraine sich immer mehr einschreiben möchte. Aber er hat eben auch am 9. Mai den sowjetischen Tag des Sieges gesprochen und also da deutlich gemacht, die Ukraine wird sich diesen Sieg, den Russland zunehmend allein für sich beansprucht, nicht nehmen lassen, und hat also auch an diesen Sieg erinnert, dass auch da die Ukraine und Ukrainerinnen für ihre Freiheit gekämpft haben, dass sie damals gesiegt haben und dass sie wieder besiegen werden. Dann gab es natürlich auch Einheiten der ukrainischen Aufstandsarmee, also der militärischen Arm der Organisation ukrainischer Nationalisten, die auch vor allem gegen die Sowjetunion kämpften. Diese hatten aber eben eine enorm ambivalente Rolle, vor allem wegen ihrer Rolle, vor allem wegen der Rolle der UPA bei der Ermordung der polnischen Zivilbevölkerung in Wolhynien 1943, auf die ich noch eingehen werde. Und zwar in diesem Zusammenhang von Zusammenarbeit und Kollaboration. Wir haben ja bereits über die Westukraine gesprochen. Und da gab es eben diese ukrainischen Milizen, die eng verbunden waren mit der Organisation ukrainischer Nationalisten. Und diese beteiligten sich eben maßgeblich an diesen antijüdischen Pogrom. Aber nachdem sich die Hoffnung der UN auf einen unabhängigen ukrainischen Nationalstaat unter der deutschen Ägide sich nicht erfüllten und eben, wie gesagt, auch führende Mitglieder verhaftet oder erschossen wurden, gab es, und das ist ein bisschen missverständlich gewesen in dem Gespräch zwischen Melnik und Thilo Jung, gab es jetzt nicht in dem Sinne eine über die UN direkt als Organisation laufende direkte Zusammenarbeit zwischen Deutschen und der UN, sondern die Zusammenarbeit besteht darin, dass Mitglieder der UN sich Polizeieinheiten anschlossen, besonders eben in der Westukraine, und sich der SS eben als Unterstützer anboten bei der Ermordung der Jüdinnen und Juden. Und ja, solche lokalen Helfer gab es allerdings auch in der gesamten Sowjetunion in unterschiedlichen Rollen. Genauso wie es natürlich diejenigen gab, das hätte ich bei Widerstand noch sagen sollen, die Menschen halfen. Und das taten auch Ukrainer und Ukrainerinnen, die also Juden und Jüdinnen bei sich aufnahmen, bei sich versteckten, aus unterschiedlichen Motiven. Also teilweise einfach ließen sie sich bezahlen und stellten dann die Hilfe auch ein, wenn die Juden kein Geld mehr hatten, teilweise aber auch tatsächlich aus Nächstenliebe oder weil es sich um frühere Freunde oder auch immer noch Freunde, Bekannte, wie auch immer, handelte. Wiederum als Mittäter treten Ukrainer auch in den Vernichtungslager als sogenannte Travniki auf. Travniki war ein Lager, kein Vernichtungslager, ein Lager, ein deutsches Lager in Polen,
wo unter anderem eben auch Menschen, also aus der lokalen Bevölkerung ausgebildet wurden, um genau das zu tun, nämlich der SS in diesen Lagern, Vernichtungslagern zuzuarbeiten. Darunter waren auch Ukrainer. Diese Tätergruppe, aber die halt eine Ambival, also eine andere Rolle einnehmen als die SS, weil sie einerseits natürlich Täter waren, andererseits aber auch Opfer sein konnten. Sie standen natürlich unter der SS in der Lagerhierarchie. Oft waren es sowjetische Kriegsgefangene, die einfach versuchten, dem Hungertod zu entgehen. Oft waren aber auch unter den Travniki richtige Sadisten, die die jüdischen Menschen, die jüdischen Opfer vor der Vernichtung quälten und misshandelten. Der deutschen Öffentlichkeit ist diese Gruppe etwas mehr zu Bewusstsein gekommen in dem Prozess in München gegen John Demjanjuk, der im Vernichtungslager Sobibor in dieser Funktion war. Ich hatte schon darüber gesprochen, dass die Erinnerung an den Holocaust in der Ukraine erst in den 1990er Jahren wirklich richtig beginnen konnte. Ein Pionier war Boris Sabarko, 1935 in der Zentralukraine geboren und selber eben Holocaust-Überlebender. Er war so ein Fall. Er wurde mit seiner Familie von einer ukrainischen Freundin, der Mutter, gerettet. Allerdings war er in einem Teil, der rumänisch besetzt war. Und es gab das Gerücht, dass die Frau, die die Familie rettete, eine Affäre hatte mit einem rumänischen Offizier. Und so deswegen auch das verhältnismäßig offen machen konnte, anders als andere. Und Sabatko ist ein Pionier der Holocaust-Forschung in der Ukraine. Er hat viele Bücher gemacht, wo er vor allem Aussagen von Überlebenden gesammelt hat. Und ich durfte ihn vor etwa 2 Wochen kennenlernen. Und das war sehr eindrucksvoll, wie er erzählt hat, wie er mit diesen Menschen in den 1990er Jahren gesprochen hat. Entweder dann ihre, was sie ihm gesagt haben, aufgeschrieben hat oder die Menschen haben es selber aufgeschrieben. Er sagte, das war oft das erste Mal, dass sie überhaupt über diese Erfahrung gesprochen haben. Manche sind in Ohnmacht gefallen, musste er einen Krankenwagen rufen, weil es einfach so traumatisch war, über diese Ereignisse zu sprechen. Was auch sehr eindrücklich war, ist, dass Sabatko eigentlich kaum über sich selbst sprechen wollte. Erst auf Nachfrage hat er seine eigene Geschichte erzählt. Er wollte vor allem darüber erzählen, wie es gelungen ist, dieses Sprechen darüber zu ermöglichen, die Erinnerung darüber aufrechtzuerhalten. Sehr bewegend war, dass er gesagt hat, dass er sich schuldig fühlt, dass er nicht früher damit angefangen hat. Er fühlt sich auch schuldig, dass es ihm nicht gelungen ist, den jetzigen Krieg zu verhindern, weil er glaubt, dass das seine Verantwortung gewesen wäre, gerade als Überlebender des Holocaust, und fürchtet, dass sich die Geschichte gerade in der Ukraine wiederholt. Er musste im März 2022 aus Kiew fliehen. Jetzt kann ich nur, um Ihre Konzentration nicht überzustrapazieren, kurz auf die Erinnerung eingehen in der postsowjetischen Ukraine. Da werde ich auch noch mal kurz auf diese Figur Stepan Bandera eingehen. Also Stepan Bandera wurde inhaftiert kurz nach dem Überfall auf die Sowjetunion. Und das war ja sozusagen auch Melniks Ausrede, also dass er die ganze Zeit in Haft war und deswegen also keine Verantwortung trüge für das, für die Mord oder Mitverantwortung trüge für die Ermordung der Jüdinnen und Juden in der Ukraine. Das ist natürlich problematisch, das sozusagen, also gerade weil er eben ein Vordenker war und ein Anführer der UN, dann natürlich eine politische und ideologische Mitverantwortung. Aber tatsächlich ist das auch ein Grund, warum er zu so einem Symbol geworden ist, also weil man ihn entlasten kann mit diesem Argument. Und was aber vielleicht noch eine wesentlichere Rolle spielt, ist seine Ermordung 1959, wenn mich nicht alles täuscht, aber schauen Sie es lieber nochmal nach, wenn Sie es genau wissen wollen, in München, als er im Exil war, durch einen Agent des sowjetischen Geheimdienstes. Dadurch ist er zum Märtyrer geworden, was auch eine große Rolle spielt, also weil ja die Erinnerung an ihn in der Sowjetunion selbstverständlich tabuisiert war.
dass viele auch der radikalen Nationalisten aus der Ukraine dann eben nach dem Zweiten Weltkrieg ins Exil gegangen sind und da Figuren wie Bandera hochgehalten haben, vor allem natürlich als antisowjetische Freiheitskämpfer. Also selbst wenn sie selber noch ihrer radikalen antisemitischen, antirussischen, antipolnischen Ideologie nachhingen, war natürlich diese Episode der Zusammenarbeit mit NS-Deutschland nicht mehr wirklich salonfähig, sag ich mal. So dass eher immer wieder dieses Antisowjetische in den Vordergrund gestellt wurde. Und das ist auch der Grund für der Hauptgrund für die Verehrung Banderas und der UN und der UPA in der heutigen Westukraine in erster Linie. Die UPA hat auch in der Tat bis in die 50er hinein in der Westukraine gegen die Sowjetunion gekämpft. Das war ein extrem gewalttätiger Kampf, bei dem auch viele Zivilisten, die unbeteiligt waren, zu Tode kamen. Beide Seiten konnten sie der Illoyalität beschuldigen, teilweise deportierte der sowjetische Staat ganze Dörfer nach Sibirien, die ja eben in Kollaboration mit der UPA beteiligte. Aber tatsächlich war die UPA, und da war sie wirklich federführend, im Zweiten Weltkrieg verantwortlich für die Ermordung von 70 bis 100.000 Polinnen und Polen, und zwar aus der Zivilbevölkerung in Wolhynien und Teilen Ostgaliziens. Und das war die gezielte ethnische Säuberung eines Territoriums, das die UPA und die UN zu dieser Zeit als Teil eines ethnisch homogenen ukrainischen Nationalstaats beanspruchte. Da war ja dann Melniks Argument, wie man es kaum nennen, aber seine Behauptung, es seien genauso Ukrainer ermordet worden. Und es stimmt auch, dass auch ukrainische Zivilisten in auch sehr grausamen Racheakten von der polnischen Heimatarmee ermordet wurden, etwa 10.000. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass die UPA in dem Fall eindeutig die treibende Kraft war bei diesem genozidalen Verbrechen in Wolhynien 1943, sodass gerade auch aus polnischer Sicht diese Verehrung von Bandera eine hochproblematische Rolle spielt, der größte Konfliktpunkt ist eigentlich erinnerungskultureller Art zwischen Polen und Ukrainern. Wenn man das jetzt aber vergleicht mit der deutschen Debatte, so ist auffällig, dass die Debatte in Polen anders geführt wird. Also hier in Deutschland hat man ja oft den Eindruck, dass es zumindest einigen darum geht, auch das als Argument zu gebrauchen, warum die Ukraine keine Unterstützung verdient. Jetzt rutsche ich langsam in die Rolle der Staatsbürgerin, wie Sie merken. Also ich halte das für kein gutes Argument, zumal auch in der Ukraine, und das ist auch wichtig zu betonen, Bandera umstritten ist. Also es gibt auch viele Ukrainer, die ihn ablehnen. Es gibt Debatten darüber, anders als in Russland. Es gibt Forschung darüber, gerade in den letzten Jahren sind es eben gerade ukrainische Historiker und Historikerinnen, die das auch erforschen, diese Kollaboration, die Rolle der UPA da drin, die Rolle der UN. Und es ist nicht untypisch, dass das historisches, geschichtswissenschaftliches Wissen nicht sofort in die Populärkultur übergeht. Also all das, was ich jetzt beschrieben habe, ist ja in der Wissenschaft noch bei weitem nicht alles erforscht, aber es sind keine neuen Themen. Also das ist eben auch ein Kolonial- und Ausbeutungskrieg gegen die nicht-jüdische Bevölkerung war. Und trotzdem ist das in der gesamtgesellschaftlichen populären Erinnerungskultur noch lange nicht so präsent. Aber diese Debatten finden statt. Jetzt zum 80. Jahrestag von Babinyar gab es sehr viele Veranstaltungen auch zu diesem Ereignis in der Ukraine. Es ist immer noch ein Streitpunkt. Also es gibt in Babinyar immer noch keine Gedenkanlage. Es gibt mehrere Initiativen dafür, aber da zeigt sich die ganze Problematik, wie man also diese Geschichten zusammenbringt. Also wie gedenkt man ukrainischen Nationalisten, die dort erschossen wurden, einerseits,
jüdischen Opfern andererseits, wenn eben die Nationalisten sich antisemitisch geäußert haben. Und teilweise ist es wirklich sehr widersprüchlich. Also zum Beispiel in Lviv gibt es eine große Statue für Stepan Bandera, 2004, meine ich, eingeweiht. 2016 ist jetzt aber eine Gedenklandschaft für die jüdische Bevölkerung entstanden. Und das hat man ganz oft, also dass es beides irgendwie im Stadtraum ist, nicht unbedingt miteinander in Beziehung ist. Was aber schon nach wie vor so ist, dass die Frage der ukrainischen Unterstützung der deutschen Besatzer nicht in solchen Zusammenhängen in der Regel nicht thematisiert wird. Also dieser Gedenkanlage in Lviv, die eigentlich sehr gelungen ist, wird das Pogrom nicht thematisiert. Der Holocaust natürlich schon, aber eben nicht das Pogrom. Genauso sieht es im Stadtmuseum aus. Und es gibt wenige Beispiele dafür, was wirklich auch in der Populärkultur oder in Museen diese dunklen Geschichten der Mittäterschaft angesprochen werden. Wobei man da, denke ich, auch aufpassen muss, als Deutscher da in überheblicher Pose auf die Ukrainer zu zeigen, wenn man sich überlegt, dass in Deutschland, obwohl anders als die Ukrainer, die wirklich in ihrer überwältigenden Mehrheit Opfer waren des Vernichtungskriegs, war Deutschland Täter, und auch hier ist erst gegen große Widerstände erkämpft worden, das beginnt in den 1960er Jahren, dass überhaupt Verantwortung, gesellschaftliche, politische Verantwortung übernommen wurde für die Verbrechen im Zweiten Weltkrieg der Deutschen. Erst in den 90er Jahren wurde die Holocaust-Erinnerung wirklich zur Staatsräson, zur Teil vom mehr oder weniger gesamten politischen Establishment akzeptierte Verantwortung, geschichtspolitische Verantwortung. Wenn Sie sich dann aber wieder anschauen, welche enorme Abwehrreaktionen, und zwar nicht nur im rechtsradikalen Lager, die Wehrmachtausstellung gegen Ende der 90er Jahre, zu Beginn der 2000er Jahre ausgelöst haben, sieht man auch hier, dass hier viele Dinge eben noch nicht wirklich, dass dann eine wirkliche Auseinandersetzung noch nicht stattgefunden hat. Und ich fände da eine differenzierte Debatte wichtig, sowohl über die eigene Erinnerungskultur als auch über die Erinnerungskultur in der Ukraine. Und es ist eben auch wichtig zu sehen, dass diese Verehrung von Bandera auch von Leuten kommt, die Demokraten sind. Das ist auch für mich sehr schwer zu verstehen. Da ist eine kognitive Dissonanz da. Aber dieses antisowjetische Erbe scheint da alles zu überschatten. Aber nur eine Minderheit verehrt ihn wegen seines Antisemitismus, wegen seines Antipolonismus. Es ist eher so, dass das verdrängt, relativiert wird, teilweise sogar nicht bekannt ist. Und ich würde dafür plädieren, dass wir diese Debatte in Deutschland öffnen für andere Stimmen aus der Ukraine, die das anders sehen als Melnik, dass wir versuchen, die Widersprüchlichkeit ukrainischer Geschichte zu verstehen, und dass wir vor allem, da spricht ja die Staatsbürgerin, die Unterstützung der Ukraine nicht abhängig machen von Bandera-Statuen in der Westukraine. Vielen Dank. Thank you.